So, und jetzt geht's weiter mit, natürlich mit Fallout 4 und jetzt den Weg durch den Nebel müssen wir uns jetzt freikämpfen bzw. streiten, durchgehen, was auch immer. Boah, shit! Alter, wer hat hier gerade eine Granate geworfen, ey? Legendär? Reduziert den durch Supermutantenversuch in Schaden. Nice, das nehmen wir mit. Dankeschön, sehr nett. Unser Roboter, der Stachler. Ein guter Gefährte. Okay, da ist nichts drin. Uiuiui, immer mehr Strahl. Wir nehmen hier mal Raid X. Red X. So, jetzt geht's. Ui, das sind Fässer. Oh, Ausdauer ist leer. Stehen bleiben? Nein, ich will nicht stehen bleiben. Führst du eine weitere Seele in die Verdammnis, Alter? Na, wen haben wir denn da? Ach, noch eine verrückte Strahlenanbeterin. Deine Sticheleien machen mir nichts. Mein Glaube schützt mich. Wie sieht's mit Kugeln aus? Schützt dich dein Glaube auch davor? Wer ist das? Geht mich nicht an, erschieß sie doch. Ganz ruhig. Wer ist das? Noch so ein Prediger der Kinder des Atoms. Sie fingen als Plage an und wurden zu einer Bedrohung. Verdirb nicht noch eine Seele mit deiner Blasphemie, alter Mann. Ich rate dir, nicht weiterzugehen. Arcadia ist ein Schlangennest. Bestien, die den Willen Atoms untergraben. Was hat Arcadia getan? Völlig verrückt. Was hat Arcadia getan, dass du der Stadt misstraust? Sie versorgen Verhaber mit allem, um Atoms heiligen Nebel abzuweisen. Du solltest solchen Kreaturen aus dem Weg gehen und den wahren Meister der Insel aufsuchen. Erzähl mir von Atom. Also gut, ich höre. Erzähl mir von Atom. Erzählen? Sieh dich um. Du wandelst durch sein Königreich. Ein Land unter heiligem Nebel. Ein Land, das Atom für seine Kinder beansprucht. Und du gehörst zu unserer Familie, wenn er dich für würdig erachtet. Würdig? Vergiss es, ich bin dabei. Ich bin dabei, ich... Alter, echt jetzt? Würdig? Würdig? Was muss ich tun? Es gibt ein Ritual, das seine Kinder durchführen müssen. Wenn du erfolgreich bist, wirst du in unsere Familie aufgenommen. Nichts Besseres zu tun... Ich hab grad nichts Besseres zu tun. Eigentlich bevorzugt Atom Leute mit mehr Leidenschaft. Aber wenn du seine Gunst testen willst, begib dich zum Nukleus. Wenn du genug Zeit mit dem Fanatiker verschwendet hast, sollten wir gehen. Ja. Gut. Da oben ist die Luft rein. Kein Nebel. Kein Arcadia Kommentar. Ist nicht mehr weit. Die ist einfach nur verrückt. Ich wollte ja eigentlich schon erst drücken, erschieß sie einfach, aber ich wollte ein bisschen nett bleiben. Ein bisschen nett zu verrücken, weil ich bin ja selbst auch verrückt. So, bevor ich jetzt weitergehe, hier ist ein kleines Hütchen. Red X wirkt nicht mehr. Oh, das ist nicht so gut. Haben wir noch Kohle, Money, nice, nice, das gefällt mir, so mag ich das. So werde ich reich. Ach stimmt, Stachler, du kannst raustragen, oder? Hey. Wie kann ich dienen? Hey, trag was. Freut mich, Ihnen helfen zu können. Ja, trag was. Das wäre nice. Hier zum Beispiel mein Schrott. Mein Schrott. Nimm es, nimm es, nimm es. Es wiegt alles zu viel. Was noch? Vielleicht noch ein paar Waffen. Hier.
3 Gewichts rein. Sowas brauche ich noch nicht. Freund des Admirals. Ach, das ist meine Harpune, die lasse ich jetzt noch. Jäger. Blutbefleckt. Ach, das kann ich ihm geben. Das Jagdgewehr meinetwegen jetzt auch. Ich habe auch immer noch Übergewicht. Ich wiege zu viel, ich bin zu fett. Das ist blöd. Die wiegt 13 Kilo. Ach, das ist echt viel. Das ist richtig viel. Das ist... Okay, dann gebe ich noch ihm ein bisschen Fleisch. Eiskaltes Bier. Ach, das kann er mir später dann wieder zurückgeben. Also von dem her. Ist das nicht so schlimm, dass der das jetzt hat? Was noch? Was noch? Das hier? Zack. Schlinge da rein. Au, oh, das wiegt viel. Zack. Jetzt kann ich wieder normal gehen, Gott sei Dank. Aber ich gebe ihm trotzdem noch das restliche Fleisch hier. Oh, Wodka. Das... Nee. Ach, egal. Lass es. So gut, jetzt kann ich wieder normal rumrennen. Ohne Probleme. Ach, ist das schön. Entdeckt Arcadia. Okay, das ist hier Arcadia. Und ich sag schon mal, herzlich willkommen in Arcadia. Und ich gehe mal schnell speichern. Zack. Arcadia, Arcadia. Hey. Bleib wachsam. Bleib wachsam, okay. Dann ziehe ich mich mal hier um, wenn ich das darf. Spring ich mit dem alten Longfellow. Okay, gleich. Wir sind da. Arcadia beobachtet uns schon eine ganze Weile. Wenn du mit ihnen reden willst, geh einfach rein. Die warten auf dich. Die warten auf mich? Okay. Du kannst jetzt die Werkstatt von Longfellow Hütte benutzen. Ja, nice. Cool. Der wird mir schon voll sympathisch, der alte Knacker. Ohne Scheiß. Nee, ohne Scheiß. Der wird mir langsam sympathisch. Nicht jeder Mensch reagiert so wie er. Vielleicht am Anfang ein bisschen, wissen, was als nächstes passiert. Vielleicht später. Nein, danke. Du sollst mir kommen. Du gehst schon? Willst du nicht wissen, was als nächstes passiert? Du willst, dass ich bleibe und dir den Rücken decke. Vielleicht später, Longfellow. Okay, aber ich meine das Angebot ernst. Wenn du mal gemeinsam in den Wäldern und Gewässern jagen willst, bin ich gerne dabei. Ach so, ich kann jetzt ihn auch als Partner ja, haben. Ja, das mag ich auch, weil dann komme ich auch mit ihm, von ihm so ein Bonus, wenn ich die höchste Sympathiestufe erreicht habe mit ihm. Gut, abgeschlossen, ein Spaziergang im Park. Naja, ob das jetzt ein Park war oder nicht, nee, nicht wirklich. Aber egal, optional hilft Captain Avery. Ach, das ist die... Das ist noch die andere Mission. Die hier. Genau. Niragule. Okay. Moment, wo bin ich jetzt überhaupt? Das Commonwealth. Da ist Forhaver. Okay, ach so, da sind wir jetzt durchgegangen, okay. Ach, und das... Ah, das sind die Ghule, okay. Alter, die Map ist relativ groß für ein DLC. Hier, das war der Weg, den wir gerade gegangen sind. Ja, die Karte ist jetzt nicht wirklich riesig, aber für ein DLC ist es schon nicht schlecht. Freut mich. Gut. Dann haben wir viel zu erkunden und das freut mich umso mehr. Gut. So. Ich erstmal umschauen hier.
gefällt mir schon, wie es hier ausschaut. Sehr geschützt. Mhm, freut mich. Hier kann ich noch nichts bauen. Wim, you've got Wim, Captain Blantz. Okay, dann gehen wir gleich mal da rein. Ich will nur noch hier Blutblatt. Das nehmen wir mal mit. Kann ich vielleicht was ernten? Nicht was ernten, sondern was pflanzen damit. Master. Okay, ich nehme es einfach mal. Die werden schon keine Probleme damit haben, dass ich hier alles wegernte. Nö, überhaupt nicht, nee. Ich darf das. VIP. Hier ist ein Hütchen. Ich gehe einfach mal rein. Splittergranate, ja, nehme ich auch gleich. Why not? Sonst nichts mehr. Ui, Sender. Kann ich den benutzen? Ja. Kommt nichts. Schade. Schade. Okay, ist hier noch sonst irgendwas? Weil sonst gehe ich dann gleich rein. Nichts mehr. Null. Nee. Okay. Dann gehen wir mal rein. In Arcadia. So. Okay. Schaut schon sehr geschützt aus. Wir sind ein richtiger Bunker. Mit Sperrenschlüssel erforderlich. Aha. Ich kann mir schon hier das ganze Zeugs nehmen. Ja, nehme ich auch, wenn die kein Problem damit haben. Schlüssel, okay. Better safe than sorry. Als ich das erste Mal aus dem Nebel den Berg hinaufstieg, dachte ich mir, das ist mal eine passende Symbolik. Du bist an einen Ort der Klarheit, des Verständnisses und des Friedens gekommen. Die Sünds von Arcadia heißen dich willkommen, solange du uns gegenüber offen bist. Was bist du, sarkastisch? Du bist ein Entführer. Hergekommen, um Kasumina. Ja. Ich bin hierher gekommen, um Kasumi Nakano zu finden. Wirklich? Ich bin beeindruckt. Nur wenige würden die Gefahren einer solchen Reise auf sich nehmen, um jemanden zu finden. Kasumi ist hier. Ihr geht es gut und du kannst gerne mit ihr sprechen, wenn du willst. Gut. Aber sag mir vorher, glaubst du, dass Kasumi ein Zünd ist? Warum? Ist unmöglich, sie ist ein Mensch, sie ist ein Zünd. Warum? Warum fragst du? Weil sie mit genau dieser Frage hierher kam. Und die Antwort verändert ihre Welt völlig. Wir alle hier nehmen das ernst. Sie muss sich der Tatsache stellen, dass ihr ganzes Leben eine Lüge gewesen sein könnte. Dass ihr jemand die Identität genommen und sie zu etwas gemacht hat, das sie nicht ist. Ich will, dass du das verstehst, bevor du mit ihr redest. Sie hat hier die Chance, als Sünd zu leben, ohne sich verstecken. Oder vorgeben zu müssen, jemand anders zu sein. Eine Frage noch, wenn du gestattest. Eine Frage. Und diese Frage werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Also haut rein. Viel Spaß noch. Und lasst ruhig ein Like da. Also, wäre nett. Bis zur nächsten Folge. Peace. Euer Skykiller.